Ich glaube, sie hatte innerhalb der Universität, innerhalb der deutschen Universität, nie den Stellenwert, den sie an anderen Universitäten hatte. Sie hatte auch in der Wahrnehmung der Fachkulturen und der Ordinarien der Fächer eher immer den Beigeschmack einer lästigen Nebenpflicht, der sie sich entledigen wollten, die sie dann auch, nachdem es keine Hörgelder mehr gab, bis dahin haben die Professoren die Einführungsveranstaltung gehalten, als es keine Hörgelder mehr gab, sind die Einführungsveranstaltungen an die Mitarbeiter übergegangen. Sie haben auch ihr Interesse sofort klein geschrieben und haben das als eigenes Problem mit einer eigenen Kompetenz, mit der Entwicklung einer eigenen Struktur, der Präsentation von Wissen, der Einführung in ein Fach, der Problematisierung von Wissensbeständen im Fach, der Demonstration des Umgangs mit Wissen, nie richtig ernst genommen. Und das ist über alle Fächer hinweg so gewesen, mit in allen Fächern singulären Ausnahmen. Es gibt, jeder erinnert sich an einen genialen Hochschullehrer, den er erlebt hat, aber da das in der Regel 10-semestrige Studien waren und mehr als ein Fach, bei einem durchschnittlichen Umfang von 20 bis 30 Professoren, die man erlebt hat, sehen Sie ungefähr, wie die Gewichtung war. 29 nehmen es nicht ernst, einer nimmt es ernst. Und das gehört zur Tradition der Universität und die Lehre wurde abgeschoben. Und es wird allmählich besser. Aber es war früher nie besser, als es im Bewusstsein heute war. Früher fehlte das Bewusstsein für die schlechte Qualität der Lehre. Es gibt keinen radikaleren Bruch für einen Abiturienten als den Beginn des Studiums in der Universität. Das ist eine so fremde Welt, ohne strukturierte Ordnung. Auch Studienpläne sind keine strukturierten Ordnungen. Sie müssen lernen, sich in einem fremden Milieu zu bewegen. Sie haben eine andere Tageseinteilung. Sie haben keinen regelmäßigen Stundenplan der Art von 8 bis 13 Uhr. Sie haben keine festen Orte. Sie müssen sich Orte suchen. Sie müssen sich einen Platz erobern. Sie müssen wissen, wie man zu einem Buch kommt. Sie müssen wissen, wie man innerhalb kurzer Fristen schriftliche Elaborate erzeugt. Das heißt, sie haben einen radikalen Bruch. Und das Zweite kommt hinzu, was die meisten unterschätzen. Zwischen den Fächern des Gymnasiums und den Disziplinen der Universität besteht keine Kontinuität, in keinem Fach. Es gibt ganz viele Leute, mich eingeschlossen, die nicht wussten, was sie studierten und haben dann gesagt, oh, in Deutsch war ich gut, ich studiere Germanistik. Ne? Also die zentrale erste Enttäuschung meines Lebens war ein 10-Semester Germanistikstudium. Grauenhaft. Da wird einem die Literatur systematisch ausgetrieben und man lernt sich mit Sekundärliteratur vertraut zu machen. Ganz schrecklich. Die Mathematik ist ein ähnliches Beispiel. Schulmathematik, Universitätsmathematik. Historisches Verstehen in der Universität hat mit Geschichtsunterricht an der Schule so gut wie nichts zu tun. Die Sozialwissenschaften sind vollständig fremd. Der Rhythmus der Arbeit, die Logik der Arbeit in einem Jurastudium haben sie in der Schule nie gehabt. Die Formalisierung von Argumentation. Das heißt, der Bruch ist ganz stark und insofern müsste die Universität als erste erkennen, dass das eine eigene Form der Initiation in das Fach verlangt, mit eigenen unterstützenden Maßnahmen der Gestaltung der Lehre, der intensiven Betreuung. Also sie müsste alles das tun, was gute ausländische Universitäten haben, das Grundstudium sehr ernst nehmen, die Betreuungsraten sehr hoch machen, Lehrformen erfinden, in denen man sich selber erproben kann, relativ geschützt und nicht gleich mit dem Rauswurf drohen, mit Sanktionen belegen, die das Studium lang anhalten und ähnliche Dinge. Grundstudium ist das erste Wichtige, zu sehen, dass der Übergang in eine neue Welt, eine neue Kultur verlangt, in der die Studenten lernen, sich in das Lernen an der Universität einzufinden. Wir haben in Berlin, um Ihnen ein Beispiel zu geben, die besonders hohen Scheiterquoten in manchen geisteswissenschaftlichen Fächern mit Sorge gesehen und haben ein Programm inszeniert für 2 Jahre, indem wir den Fächern Tutorengelder dafür gegeben haben, dass die Studenten 13 Semester und höher, die sogenannten Langzeitstudenten, angeschrieben haben, warum machen Sie kein Examen? Wir haben eine Beratungsstunde für Sie, kommen Sie vorbei. Von 100 Angeschriebenen, jetzt prozentual gerechnet, es waren zum Glück nur 80, von 100 Angeschriebenen sind 80 gekommen. Wie kommt ihr auf einmal auf die Idee, euch für uns zu interessieren? Ja, wir wollen wissen, dass ihr Examen macht. Wie weit seid ihr denn? Ja, ich hatte mal ein Thema, aber das blieb dann liegen. Dann war der Professor nicht da, dann hatte ich niemanden, um zu fragen. Dann musste ich arbeiten. Wollen Sie dann noch Abschied? Ja, würde ich gerne, aber alleine schaffe ich das gar nicht mehr. Dann haben wir Geld bereitgestellt zur Betreuung. Von den 80 Leuten, die 80% der 100, die gekommen sind, haben fast 90% noch ihre Abschlussarbeit innerhalb einer relativ kurzen Zeit von einem Dreivierteljahr gemacht. Und das Examen nachgeschoben, die mündlichen Prüfungen und so weiter, die dann kommen. Aber die schriftliche Arbeit dabei, also das zentrale Stück des Ausweises einer akademischen Karriere, das man braucht, kriegt man ohne Betreuung nicht hin. Insofern Initiation am Anfang, Betreuung am Ende. Und erst bei der Betreuung lernt man nämlich auch kennen,
die unterschiedliche Kompetenz, die Studierende entwickelt haben, also auch im Eigeninteresse der Universität, dass ich rekrutieren kann, den wissenschaftlichen Nachwuchs von dem, der einen guten Beruf macht, dass ich Übergangsprobleme in Gang setzen kann. Wählen Sie ein Thema, einen Sozialwissenschaftler zum Beispiel, dass sie auf dem Markt zeigt, was sie können. Und machen Sie nicht irgendwas Esoterisches, wo keiner nachfragt, es sei denn, Sie wollen Wissenschaftler werden, da können Sie sich was Esoterisches leisten. Ne? Also das sind die beiden Punkte und das muss in einem Fach als zentrale Aufgabe neben aller Forschung aus Eigeninteresse klar sein. Denn nur wenn ich beide zusammennehme, stärke ich Motivation und behalte die guten Studenten, die das Fach wollten und kann auswählen unter denen für die Anschlusskarrieren im Wissenschaftssystem oder außerhalb und kann mein Fach auch selber auf Dauer stellen und gut sichtbar machen. Das halte ich für ganz elementar. Alles andere ist Technik. Da braucht man ein bisschen Geld, das ist auch wichtig. Aber wenn Sie nicht diese grundsätzliche normative Verpflichtung, das Commitment, wie man so schön neudeutsch sagt, in der Fakultät, im Fach haben, dann wird das alles nichts. Wir haben mal Prüfungen gemacht in Berlin, damit ich keine andere Universität schlecht mache, habe ich, als ich Dekan war, den Verwaltungsleiter durchs Haus geschickt. Er sollte aufschreiben, wo an den Türen der Hochschullehrer die Sprechstundenzeit notiert ist. Und er sollte notieren, wie. Die Hälfte der Leute hatte Sprechstunde nach Vereinbarung. Die andere Hälfte hatte Sprechstunden regelwöchentlich. Nur ein Drittel von allen hatte einen definierten Termin, zu dem man erreichbar war, auch während der vorlesungsfreien Zeit, die die meisten für Semesterferien halten. Wir haben sofort einen Fakultätsbeschluss herbeigeführt, dass die Sprechstunde eine definierte Stunde machen muss, dass in der Zeit, in der Dienstzeit im Hause ist und die Sekretariate offen sein müssen und nicht zugeschlossen sein dürfen. Solche banalen Dinge, Zugänglichkeit, Beratungswahrnehmung und auch Präsenz in der Universität, und zwar Präsenz aller Statusgruppen. Es hilft nichts, wenn Sie diese ganz wichtige Aufgabe der Betreuung, Beratung, der Unmittelbarkeit, der Zugänglichkeit, der Kommunikation nur auf die Mitarbeiter delegieren und die Professoren irgendwo rumschwirren und nicht im Haus erreichbar sind. Sonst kriegen Sie die Kommunikation nie zustande. Und das ist das dritte ganz wichtige Standbein, das die neue Qualität der Lehre fordert. Und auch das ist eins, das hat immer unmittelbar mit Problemen zu tun. Die Studenten kommen ja außer der Zeit, wenn sie Sorgen haben. Ich komme nicht weiter mit dem Schreiben. Die Gliederung ist klar, aber das wird nichts. Ne? Was macht man dann? Und da müssen Sie direkt weiterkommen. Und von daher finde ich Beratung in diesem Sinne der Offenheit, der Zugänglichkeit, der Präsenz aller Akteure und auch in gewisser Weise der Symmetrie, ne, dass man nicht gnädig betteln muss, darf ich rein, sondern wie selbstverständlich durchgeht und sagen, ich habe da ein Problem. Das ist das dritte ganz wichtige Standbein. Und Sie sehen, auch das ist kein nur technisches, dass ich nicht delegieren kann, sondern dass ich selber machen muss und das zum Ethos, meine ich, eines Hochschullehrers gehört. Dafür ist er Hochschullehrer, genau sich dieser Aufgabe zu widmen. Also ich würde gegenüber früher, zu der Zeit, als ich anfing zu studieren in den 60er Jahren, sagen, dass bei den Berufungsverfahren und den Rekrutierungsverfahren innerhalb der Universität bei oft allen Mitarbeiterebenen jedem klar ist, dass er Verpflichtungen in der Lehre hat und dass er Aufgaben in der Lehre hat, die selber einen Stellenwert haben, den man nicht mehr negieren kann. Und dass man bei Berufungen inzwischen zumindest an den Verfahren, in denen ich in den letzten Jahren mitgewirkt habe, 10, 15 Jahren, wie selbstverständlich erwartet, dass die Lehrenden, die berufen werden, ein Lehrkonzept haben. Inhaltlich, wie sie ihren Studiengang strukturieren, aber auch von der Art und Weise, wie sie Lehrformen praktizieren und welche Akzente sie dabei setzen. Das gibt ein Bewusstsein davon. Von daher ist das ein Stilwandel eingetreten, ganz ohne Frage, der auch durch die öffentliche Sichtbarkeit des Themas Qualität der Lehre zustande gekommen ist. Ich bin noch nicht so ganz optimistisch, ob das auch in der Berufskarriere stabil bleibt und ob die sich bei der Bewerbung engagiert zeigen, auch danach dauerhaft engagiert bleiben. Da ist die Standarderfahrung, die man macht, ich habe keine Statistik, das will ich, da müssen Sie Tino Bagel fragen in Konstanz, der Hochschulforschung macht und das über die Jahre hinweg ja getan hat, aber auch der zeigt eine höhere Zufriedenheit der Studierenden mit den Lehrenden als früher. Also ich bin mir nicht ganz sicher, dass sich das Engagement durchhält, weil es ja auch schwierig ist, weil Rahmenbedingungen, Unterstützungssysteme fehlen. Aber es gibt ein neues Bewusstsein dafür. Niemand kann heute mehr öffentlich sich bewerben und sagen, ich will auf eine Forschungsprofessur oder kann auch Rückfragen nicht erklären,
wie er sich die Lehre denkt oder welche Sequenz der Arbeit im Fach er sich selber vorstellt und warum er das hat und was das mit den Kompetenzen des Studierenden zu tun hat. Das ist besser geworden. Das eine ist tatsächlich, was man für den Aufbau von Lehrkultur braucht, dass öffentlich kommuniziert wird, welchen Wert Lehre hat. Dass in Fakultätsratssitzungen das da ist, dass bei der Beratung des Lehrangebots, das ja regelmäßig die Fakultät ist verantwortlich, einmal im Semester für das nächste Semester stattfinden muss. Der Dekan selber sagt, die Lehre ist nicht vollständig, die Ressourcen sind nicht gesichert, das und das fehlt thematisch, personell, wir stellen keine Kontinuität her und so weiter. Dass also sichtbar wird, dass das nicht nebenher abgehakt wird. Da haben wir auch noch die Lehrankündigung fürs nächste Semester, Fragen, nein, weg. Sondern dass der Dekan oder der Institutsdirektor selber sichtbar macht, wo er Lücken sieht, wo er Beratungsbedarf sieht, wo er Anstrengungen der Professoren verlangt. Und das sind so Indikatoren. Das andere ist, was man häufig auch unterschätzt, was ganz schwierig ist, so Einhalten von Nebenbedingungen wie Sprechstunden, Beratungszeiten, ganz schwierig, kaum zu realisieren, ist offenbar wechselseitige Offenheit der Veranstaltung für Kollegen. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, dass man wechselseitig weiß, was in den Veranstaltungen der anderen passiert. Und das könnte über Hochschulleitungen und über kommunikative Verabredungen, Ereignisse, Unterstützung sich stärker durchsetzen als bisher. Man lernt auch, glaube ich, sehr viel mehr über solche kollegiale Wahrnehmung. Und ich tue das mit meinen Mitarbeitern regelmäßig. Sollen in die Vorlesung kommen, tun die auch, wenn sie Lust haben. Sie müssen nicht, aber sie können. Und die meckern auch hinterher. Und ich setze mich in deren Veranstaltung hinten rein und wir kommunizieren darüber. Dazu gehört dann auch die Formalisierung. Ne? Das Stichwort Evaluation, das man häufig gar nicht mehr in den Mund nehmen darf, weil das so verpönt ist allmählich wieder, weil zu viel evaluiert würde. Ich mache in jedem Semester in allen Veranstaltungen einen einfachen Erhebungsbogen zur Qualität der Lehrveranstaltung, habe ich von Zürcher Kollegen bekommen. Hochvalides Instrument. Der Kollege Daniel in Zürich ist einer der besten Hochschulforscher, die es weltweit gibt. Der hat den entwickelt. 1,5 Seiten, dauert 8 bis 10 Minuten, hat die Dimension Thema, Strukturierung, Verhalten des Dozenten, Klima im Raum und so weiter. 4, 5 schöne, klare Dimensionen. Wir haben eine Software, da kann man das elektronisch auswerten. Das dauert eine Viertelstunde. Nach der Vorlesung habe ich die Ergebnisse auf den Tisch legen, gibt ein schönes Kurvendiagramm, aus dem ich sehe, wie das war, wo die Schwächen sind. Und wir machen das Semester für jeden und sammeln das und zweimal im Semester und können inzwischen sehen, wie sich das entwickelt. Und die Studenten kriegen ein Gefühl dafür. Das ist nämlich für mich der wesentliche Effekt, worauf es eigentlich ankommt in der Beurteilung. Und sie können inzwischen kompetent beurteilen. Bei Blended Learning wird wenigstens eingestanden, ohne Präsenzphasen und ohne Betreuung geht es nicht. Und meine Erfahrung ist ganz eindeutig die, man muss das alle Medien nutzen können. Ganz klar, ich muss kompetent sein im Umgang mit den Medien. Aber zu erfahren und zu lernen, was ich da sehe, das geht nur in der Interaktion. Denn eins zeigen einem die Medien nie. Sie zeigen einem nie das, was sie nicht zeigen. Das heißt, die Frage, was das denn bedeutet, was ich gerade lese, was damit ausgeschlossen wird, was der Nebensinn dessen ist, den transportiert niemand mit. Und den Hochschullehrer brauchen sie unter anderem dafür, dass er sagt, na und, ist das eigentlich selbstverständlich? Was ist denn mit der Frage? Warum kommt die nicht? Und das geht nicht medial, weil ich komme zunächst gar nicht auf die Idee, dass ich das Nichtgefragte primär thematisieren muss, um zu verstehen, was ich weiß und was ich gesagt kriege. Also, ich würde ganz stark alle Lehre basiert auf Interaktion bekräftigen, sonst taugt sie nichts. Den Rest muss man können, aber der Kern der Lehre ist Interaktion. Im Hörsaal, im Seminar, in der Bibliothek, am Material, vor den Daten, im skeptischen Gespräch. Sonst kriegen Sie nie einen Wissenschaftler zustande. Thank you.